So, weiter geht's mit der F1 2020 und dem zweiten Rennen aus Bahrain. Vorab gucken wir noch ins Team Hauptquartier. Wundert euch bitte nicht, ich habe nochmal ein bisschen umgestellt. Also ich habe mein Team umbenannt, ich habe mein Auto umgestellt, ich habe meine Teamfarben umgestellt. Also nochmal alles anders gemacht und so bleibt das jetzt auch. Wir haben uns nämlich jetzt, das Jaguar-Team ist zurück. Also so heißt es zumindest das Team jetzt. In grün-weiß, klar, kennt ihr ja. Die Sponsoren sind ja nicht auf dem Auto. Ja, und alles ist, alle Farben sind soweit angepasst. Klar, dass es nicht ganz original sein wird. Und aber so sieht es jetzt erstmal aus. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ja ein bisschen Geld gerade so. Nicht genug Geld? Okay. 200 Millionen. Achso, wir können gar nicht weiterbauen, okay. Ich hatte gehofft, so ein bisschen umzubauen. 5 Millionen. Personal. Wir haben noch keine Kohle. Doch, hier. Das könnten wir theoretisch mal updaten. Das Analysezentrum. So. Und das machen wir auch. Damit wir da ein bisschen reinkommen. Fitnesscenter müssen wir dann immer mal erhöhen. Simulator müssen wir dann immer mal erhöhen. Ja, umso, klar, umso ein besseres Ergebnis haben wir, wie reinfahren, umso besserer kriegen besseres, bessere, wenn wir mehr Anerkennung gewinnen, gibt es mehr potenzielle Partner, die mit uns arbeiten würden. Wir können jetzt einen weiteren Sponsor über das Firmentab kontaktieren. Okay, wir können aber Kohle irgendwann reinholen. Moment. Wir gehen jetzt mal Reifenauswahl. Ich habe wieder die weichere Variante. Geht das nicht? Okay. Gut. Okay, ich hätte jetzt wieder ein bisschen was. Warte, müssen wir dann machen wir mal. Ins Rennen. Nach dem Rennen. Ja, ich bin mit dem 15. Platz aus Australien ziemlich zufrieden. Ich denke mal, wenn wir das hier in die Richtung wieder toppen, dann sieht das gar nicht mehr so schlecht aus. Momentan sind wir voll im Soll. Ein Team müssen wir hinter uns halten irgendwie. Punkte wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber mal gucken. Naja. Ja, zweite Rennwochenende, wie gesagt, Bahrain. Und es dauert ein bisschen. Also die Ladezeiten tatsächlich sind verdammt lang. Die war in der F1 2019 deutlich kürzer. So, Wettervorhersage fürs komplette Wochenende sollte trocken sein. Ist auch trocken. Gott sei Dank. Details, ja klar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins erste, zweite Saisonrennen. Hier in der Wüste. Probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Ja, ich finde das schade, dass wir halt keine offizielle Einführung mehr von den Kommentatoren und alles. Man kann natürlich alles noch mit dem Update kommen, aber ja, das ist leider momentan eher nicht. Schade eigentlich. So, Setup habe ich für Australien, für Bahrain. Wetter, ja. Also das hätte mich schwer gewundert, wenn irgendwie ein Regen aufgetaucht wäre. So, we
we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. So, dann fahren wir mal raus. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. It'll be like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of laps. Also ihr könnt immer mal das Auto anpassen und die Teamfarben anpassen und alles drum und dran. Also klar, kann alles geändert werden. Also jederzeit. So, auf geht's. Schauen wir mal, wie es hier wird, ne? Ich werde schon zufrieden, sehr viel zu viel in Australien, wenn wir mindestens ein Auto hinter uns halten. Ein Team hinter uns halten. Aber jetzt, ob es jetzt die Alpha sind oder die Williams, ist jetzt nicht egal. Gucken wir mal, wie die Platzierung wird. Ich glaube, Punkte werden schwierig werden hier. Die werden verdammt schwierig werden, aber mal gucken. So, jetzt geht's auf die gezeitete Runde. Worum läuft die Uhr mit? Ich denke, so 3-4 Runden sollten wir fahren. Und dann, ja, was das eigentlich noch gut drin. Lasst euch die komplette Uhr mal mitnehmen, mitlaufen um. Da wisst ihr ungefähr, wie es aussieht mit den Zeiten im Training. Wir fahren immer meistens so 220 Minuten, das passt dann auch von der Zeit her. So. Jetzt geht es in Richtung Haarnadel. Ja, es ist. Die Autos fahren sich anders. Mittlerweile. Die Frage, wie ist das zum Beispiel mit den mit dem Curb hier, das ist ja diese Rechtskurve. Nächste Woche lernen wir eine neue Strecke kennen, nämlich mit Hanoi, also Vietnam. Da bin ich auch gespannt, ich kenne nämlich null. So, erstmal die erste Zwischenzeit, die ist jetzt 1,32,7. Da wir wahrscheinlich eh keine Top 10 Plätze holen werden, also zumindest jetzt noch nicht. Also Sektor ist auf jeden Fall schon mal violett. We have two laps of fuel remaining. Muss jetzt gleich die zweite Zwischenzeit, wird auch gut sein. Jetzt haben wir 32,7. Ich versuche mal, ob ich eine 31er Zeit gefahren bekomme. Dann müssen wir es rausholen. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Unser Teamkollege. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Die Zeit, die knacke ich jetzt noch.
32,3. Fuel is marginal. Box within 2 laps. Die Runde fahren wir noch zu Ende, ne? Ich habe leider auch noch nicht rausgefunden, was mit der Benzinmischung ist. Wenn man die umstellen kann, vielleicht kannst du immer mal in die Kommentare schreiben. We're thinking it might be a good idea to run fuel mix 1 for this session. We'll save some engine mileage that way. Sogar doch noch mal eine Zeit geholt. 32,373. Ich hatte den 375 noch stehen. Jetzt geht der Benzin. Ja. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, wenn wir gucken, dass wir hier noch das Auto vorbeilassen. Das ist gerade Reko, der dritte. Oder mit Kevin, dass ich hier mit dir verziehe. Ich muss ein bisschen auf die Karte achten, dass ich nicht irgendwie blöd im Auto im Weg stehe. So, warte einen Moment. Kann ich hier was umstellen? Brauchen wir. Ich muss eigentlich auch was gehen. Zurück in die Garage. So. So, wundere mich, dass ich das nicht irgendwie noch meinern kann. Ja. Ja, gut, das erste Training schon mal durch.
Frage ist, wo hängen wir jetzt? Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Bottas und Charles Leclerc. 17. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. 17 momentan nur. Also müssen wir 200 selber. Die Frage ist, ja, die hat doch die gleich noch einmal. Also die hätten wir wahrscheinlich auch noch packen können, die Zeit. Also, ja, gut. Also sind wir gut dabei. Wieso änderst du das denn jedes Mal? Ich würde gerne die Einführungsrunde mal anlassen. Weil das wurde ich in Australien noch ziemlich überrascht. Wieder auswählen. Ich wundere, dass ich das nicht ändern kann. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob der Schaden jetzt mit drin ist. Naja. Schauen wir mal unsere Regel 2. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So. Ja, dann fahren wir mal raus. Ich weiß, wie gesagt, wie mit dem Benzin, wie man das umstellen kann. Aber die ganze Zeit fährt zu fahren. Okay, green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Aber das kann mich über den MRS gehen. Was soll ich mir jetzt tun? Weil ich habe das ja erst ja auf Automatik. Warte mal, kann ich das irgendwie umstellen hier oben? Okay, müsste ich eigentlich dann. Ich gehe zu der Garage. Ich werde bewusst mal auf den roten. Aus. Okay, scheint wohl besser zu funktionieren.
Ist ja, oh, es kann auch am Setup liegen. So. Auf geht's in die gezeitete Runde. Gleich aussehen. Und jetzt mit dem zweiten Sektor. ach, Gasly, ja. Wird wahrscheinlich schneller sein als hier. Oder kriegen wir da auch noch eine etwas bessere Zeit hin als ihr? Da war mit Abstand 31,1. Zeit gesetzt bekomme. Erster Sektor sagt, jo, passt, aber keine Abzugsschätze. We've only got 2 laps of fuel left. Rausgekommen, dass wir Zeit gekostet haben. Okay, da innen mal der Korb. Heißt jetzt Querschäden drin gehabt. We're low on fuel. Box in the next 2 laps, please. Ja, ich habe meine Zeit gesetzt. Ich glaube, die Alpha Tauri werden nicht unser Niveau werden. Die Rundenzeiten werden wahrscheinlich viel schneller werden. Schade. Box this lap, please. Box this lap. Schöne Wunderkurve jetzt, ja, dass wir da noch was hinkriegen. Ja, für eine Runde reicht sich. Ja, zumindest haben wir schon mal
Und die Ferrari, das ist schon vorbei. Den Mercedes da mal vorbeiziehen lassen, ja. So. Ich glaube, man sitzt immer noch in die Box. Gucken wir mal was aus, ob das funktioniert. Come in this lap, please. Box this lap. Ne, kein Schaden. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wo ich das umsteigen soll. Wahrscheinlich dann nämlich vor dem Rennen umstellen. Warum auch immer das nicht funktioniert. Gucken wir nachher im Hauptquartier, wenn wir da mal sind. So, ab in die Box. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. So. So far, our fastest lap is a 1:31.1. Also vom Teamkollegen, das ist jetzt mal das Wichtigste. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Vettel, Bottas und Danny Kvyat. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Hm. Naja.
So. Also, ich gehe jetzt sowieso nach dem Rennen. Ich weiß jetzt nicht. Wie es jetzt gehen würde. Das brauche ich so einen Spaß, dann brauche ich nicht. Die Blödchen. Eine Kamera brauche ich nicht. Keine Ahnung, wieso es nicht geht. Keine Ahnung. Gut, fahren wir erstmal zu Ring 3. Mich wurmt gerade so ein bisschen, dass es halt nicht klappt. So. Gut. Kann man nochmal auf den guten. Let's get a few laps under our belt. Auf den guten roten Reifen. So. Ja, müsste auch nicht nach der Karriere machen oder so. Nach dem Rennen hier machen. Ich glaube, da kann man es immer einschalten. Das ist nämlich immer mal ein Schaden. Also ich muss den Schaden auf jeden Fall noch komplett stellen oder so. Ich habe wahrscheinlich den Schaden auf Ausstehen. Das ist aber schwachsinnig jetzt. So. Naja. Irgendwie kann ich sich im Spiel ändern. Ne? Haben wir drei Runden, immer. Also Top 10 Platz ist schon stark. Aber ich jetzt nicht wieder, weil wir sind auf Soft gefahren. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn alle auf die gleichen Reifen fahren. Und wie das dann morgen aussieht. So. Ja.
So, mal gucken, was die Zeit jetzt wert ist. 39,0, die ist höher als eben. Die ist sogar schneller als eben. We have two laps of fuel remaining. Ja, Quatsch, schon nicht mitten in der Runde voll. Jeff ist da leise. Okay, copy that. Oh, das war keine Trophäe. Ist ja leise. Tire condition is still looking good. Okay, schau mal, gibt's die wirklich nicht diesmal? Jetzt auch schon Vietnam. Da haben wir was verloren, klar. So, versuchen wir nochmal eine schnelle Runde zu fahren. Vielleicht schaffen wir die 30er Runde. Zweimal so blöd weit rausgekommen. Jetzt wird da mal eine bessere werden. So.
Dann sind wir auch durch jetzt hier mit dem dritten freien Training. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Vettel, Bottas und Lewis Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So. Das könnte doch ein ruhig gutes Wochenende werden. Was Punkte gibt, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber mal schauen. So. Gut. Dann sind wir heute durch und wir sehen uns mal wieder zum Qualifying.